Willkommen zurück zu Eternal Legends 2. Weiter geht es hier, werte Freunde. Jo, zwar eine kleine Pause gemacht, aber ich weiß noch ganz gut, was wir hier in diesem Tempel der Prüfung gemacht haben. Wir haben nämlich gegen richtige Viechers, Monsters gekämpft, die elementare Schwächen, Stärken, und so weiter hatten. Und das ist quasi ein kleines Tutorial für unsere Elementarmagie. Und um da nochmal reinzukommen, haben wir hier nochmal ein Triple Pack. Sehr gut. Ich mache jetzt einfach mal einen KI-Kampf. Mich würde nämlich interessieren, wie schlau sind denn eigentlich unsere Protagonisten von selbst aus? Da wird der Flammenstoß zum Beispiel auf den Türkisen gemacht, was anscheinend ja auch das Gold richtig ist. Der Nasse Ball wird auf das Feuervieh gemacht. Perfekt. Also das klappt ja wunderbar, muss ich sagen. Wenn man es einfach machen will, macht man einfach einen KI-Kampf. Aber ich werde davon keinen Gebrauch mehr machen. Denn wir wollen ja selbst das Wissen tun, machen, erledigen. Aber einmal zeigen musste ich es ja. Und jetzt wissen wir auch, die KI ist verdammt clever. Der Markus 1204, der hat es auch nochmal schön zusammengefasst mit den Elementaren. Schön, dass du auch hier wieder kommentierst. Oh, und das scheint auch das letzte Monster gewesen zu sein. Denn wir werden wieder hierhin teleportiert. Wunderbar, ihr seid besser, als ich bei euch erwartet hatte. Aber noch ist die Prüfung nicht bestanden. Noch seid ihr nicht fertig. In der letzten Aufgabe müsst ihr euch einem starken Gegner gegenüberstellen, wenn man die Verhältnisse hier nimmt. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, denn es geht um Leben und Tod. Euer Feind wird nicht zurückstecken. Darauf sind wir vorbereitet. Letzte Chance für einen Rückzieher. Schwachsinn! Wir ziehen die Sache jetzt einfach durch. Kommen, was soll, was wolle. Okay. Euer Feind wartet im nächsten Raum auf euch. Ich warte hier auf euch. Viel Erfolg. Der geht noch nicht mal mit, weil er Angst hat. Gut, wir werden dann mal regenerieren. Denn der könnte ja wirklich böse stark sein. Deswegen auch nochmal speichern das Ganze. So. Okay, also wahrscheinlich unsere Abschlussprüfung. Wir kämpfen gegen den Boss dieses Areals. Und dann haben wir endlich diese Abenteurergenehmigung, damit wir das halbtote Mädchen helfen können. Wenn es nicht schon tot ist, das ist krass. Aber so ist es nun manchmal. Andere Welten, andere Sitten. Okay. Eine Statue? Ich denke, die wird nicht ruhen und sich wehren. Du hast ja gehört, so einfach es auch aussieht. Wir dürfen keinen Feind unterschätzen. Wir haben wohl keine Wahl. Okay, wir kämpfen erstmal gegen eine Statue. Die tut im Moment noch nichts. Alles andere ist ja auch sehr verwunderlich. Aber wir gehen mal davon aus, dass die sich gleich noch wehren wird. So, unser normalen Schaden, der ist ja nicht so Bombe. Ich würde es dann gleich mal mit Magie probieren. Oh, da ging wieder der Schaden auf alle, aber der ist noch in einem akzeptablen Bereich, würde ich sagen. Dann wollen wir doch nochmal unsere Magie einsetzen. Ich probiere es nochmal mit einem Flammenstoß. Ja, der zieht rein. Der zieht ordentlich rein. Wie sieht es beim eisigen Hauch aus? Wahrscheinlich alle ungefähr gleich, weil die halt keinerlei Stärken, Schwächen und so weiter hat. Trotzdem mache ich der Vollständigkeit halber jetzt noch den nassen Wall. Okay. Den Sandsturm lasse ich, der ist das Dreifache teurer und ist eigentlich nur so stark, weil er halt auf alle gehen würde. Nein, und boah, die Musik ist aber auch geil, oder? So, wir machen jetzt einfach immer weiter mit dem Flammenstoß. Eigentlich wollte ich einen Flammenstoß machen, aber ich merke gerade, dass der sich... Nee, Sandsturm hatte ich nicht ausgewählt. Der Cursor merkt sich nichts, wo ich war. Nochmal Flammenstoß. Schöne Musik. Ei. Obwohl es geht ja noch. Na gut, ich will jetzt nicht. Wir bleiben lieber im dreistelligen Bereich. Wir sollten uns heilen. Wer hatte nochmal die, die Heilung? Gehen wir erst nochmal auf den Flammenstoß hier. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Techniken, erste Hilfe hier. Hat eigentlich fast jeder gerade nötig. Oh, hoffentlich ist das noch nicht zu spät. Ach, die ging ja sogar auf alle. Habe ich schon fast ganz vergessen. Wie toll ist das denn? So. Ja, die hält einiges aus. Aber davon lassen wir uns nicht spüren, von dieser Statue des Bösen. Erste Hilfe. Ne, die geht doch nicht auf alle. Was rede ich denn? Oder doch? Ach, ich, was weiß ich.
Weiter. Ich denke, wenn wir weiterhin genau diese Taktik weiterfahren, schaffen wir das Viech. Erste Hilfe jetzt mal. Ja, auf ihn. Mensch. Ja, stimmt. Es ist wirklich nur eine Heilung auf eine Person. Und weiter geht's. Flammenstoß. Oder Ende. Wir haben sie. Der Kampf ist vorbei. Ihr habt gewonnen. Das wurde am Ende ja doch noch ein bisschen knapp. 205 Erfahrungspunkte. Drang des Lebens. Shinji erreicht Level 7. Yeah! Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es tatsächlich geschafft! Ihr seid sicher noch keine Profis, aber ihr macht einen guten Anfang. Hikari, wir haben es gepackt! Hehe, damit dürfen wir durch den Dunkelberg. Das ist falsch. Hä? Was? Wieso ist denn das? Wir müssen den Schein doch erstmal ausstellen. Den Wächtern kann man ja viel erzählen. Ach so. Kommt. Hier wird die Luft langsam stickig. Gehen wir zum Abenteuerclub und klären das dort. Okay. Hoffentlich dauert das jetzt nicht seine Tage, bis wir den Wisch bekommen. So schwer kann es ja nicht sein. So. Nun, ich bin ehrlich gesagt ein wenig überrascht von euren Fähigkeiten. Ich hätte euch weit schwächer eingestuft. Tja, Pech gehabt. Ha! Das siehst du es, Thorn. Mit mir kann man immer rechnen. Mit dir rechnen? Das geht aber auf keine Gleichung auf. Danke, Bruderherz. Bitte, Kleiner. Du bist auf einem guten Weg, nur ist der ein Stück länger als meiner. Thorn, im nächsten Leben bist du mal der kleine Bruder. Du würdest jeden Tag das Wasser für das Lager holen. Bruderherz, du hast mich da soeben wieder auf eine Idee gebracht. Mano, schön. Vergiss das. Ja, Geschwisterliebe, eindeutig. Du verdirbst mir immer die Laune. Du bist immer so gemein. Wenn ich mal eure Privatgespräche unterbrechen dürfte, vielleicht überlege ich mir das Ganze doch gleich nochmal. Hat denn nur der junge Mann im blauen Dress eine Erziehung genossen? Seid bitte so nett und erzählt keinen, dass ich Pässe mit den Namen des Chefs ausstelle, okay? Ja, ja, keine Panik. Pff, Shinji, Schweigen ist Gold, was? Tja, wenn er nur mal was sagen dürfte, ne? Finden Sie, dass ich, dick bin? Hä? Wie kommt denn jetzt darauf? Ich ändere das, Moment. Ach, egal. Wir wollen die Pässe heute noch fertig bekommen. Nicht, dass mein Chef mich hier noch erwischt. Wo befindet sich der Dunkelberg eigentlich? Im Osten von Falonia. Ein dunkler Ort voller Gefahren. Auf dem Gebirge befindet sich eine ummauerte Stadt mit einem prachtvollen Schloss. Die Stadt nennt sich Merdia. Die Türme des Schlosses sind die einzigen Punkte, bei denen man über das Dunkel hinwegsehen kann. Bedenkt, dass es immer dunkel ist. Sowohl auf dem Dunkelberg als auch in Merdia. Achtet bitte auf die Goblin-Scharen und die Orks. Die lassen es sich nicht zweimal sagen und jagen euch sofort. Merdia ist daher abgeschnitten von der Außenwelt. Einige konnten noch vor dem Dunkel fliehen und leben nur in einem Lager. Man hat es sich sicher abgefunden, dass es nichts gibt, was man gegen das Dunkel tun könnte. Da hätten die Könige und Kaiser früher eingreifen müssen. Nun ist es wohl zu spät dafür. Seid also bitte vorsichtig. Niemand kann weitere Todesfälle gebrauchen. Hier ist er. Euer Pass. Yeah! Wir haben den Abenteurerpass erhalten. Hikari hat nun den Rang Abenteurer. Shinji ebenso. Und der Thorn auch. Wir sind immer vorsichtig. Pass lieber auf dich auf, wenn dein Chefchen wieder da ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Shinji, Hikari, wir sollten mal nach Riga schauen. Lass uns dort vorher nochmal hingehen. Ja, wenn die jetzt tot ist, ich sag's euch, Leute. Schmeißt ja eure Regeln aber nochmal über Bord. So kann das ja nicht angehen. So, bevor wir aber zu Riga gehen, ich habe ja im vorletzten Part, glaube ich, ein paar, Probleme gehabt.
Was heißt Problem? Ich hatte einen kleinen Safe-Bug gehabt und deswegen gab es hier auch wieder die Elementarsteinchen. Ich muss nochmal einkaufen gehen und so weiter und so fort. Und ich wollte noch eine Kleinigkeit machen. Jetzt muss ich nur überlegen, wo das war. Ich wollte die Sache mit dem Buch machen. Beziehungsweise die mal lesen. Das sollte ich nämlich nachholen. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell nochmal in die Geschäfte rein. Und da, wo was Relevantes war, was eventuell Relevantes, da war nämlich irgendwo, was ich auf der Weltkarte freigeschalten habe. Das will ich unbedingt wieder haben. Das wäre ja blöd, wenn ich das nicht mehr hätte. Es war in irgendeinem Bücherregal, aber ich wollte auch das eine Buch in diesem... hier spielt die Musik. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Okay, da war es jedenfalls nicht. Oh, wo waren das nochmal, ey? Wenn ich mir nur sowas mal merken würde, ne? Gleich hier. Ja, das sieht gut aus. Vom Betrug lesen. Hatten Sie schon das Gefühl, in einem Gasthaus betrogen worden zu sein? Nun, Betrüger wirken oft nicht so betrügerisch. Sie sehen als normal aus. Betrügerische Gastwirte sind, ne? Sie hängen Gemälde hoher Kunst an die Wand und alles wirkt alles perfekt. In der Nacht werden Betrüger zu Dieben und stehlen den Frauen das Geld. Nutzt dieses, wenn der Mann Zeit. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich das auch diese Info auch brauche, aber gut, dass wir es nochmal gelesen haben. Aber eigentlich wollte ich das andere Buch haben. Musik spüren. Lesen. Es soll einen Ort geben, der merkwürdigen Namen vgmusik.dev trägt. Woher der Name kommt, ist mir ungewiss. Ich habe erfahren, dass dort schöne Musik gespielt wird, aber bin mir nicht wirklich sicher. Am besten ihr erkundet diese Gegend, sofern ihr sie noch besteht. Der Hausherr Carsten Jessen wird sich sicherlich um sie kümmern und dafür sorgen, dass sie jederzeit mit Musik versorgt werden. So, das war interessante, eine interessante Lektüre. VG-Musik, sehr gut. Hat mich, glaube ich, auch bis dato noch nicht gelesen gehabt, ne? Kam mir jetzt sehr unbekannt vor. Das ist nicht das Buch, das ich meine. Ich meine ein Buch, wo dann auch so eine Meldung kam, auf der Weltkarte verzeichnet oder so. Hilft wohl alles nichts. Ich muss noch einmal alles schnell abklappern, um dieses zu finden. So, wenn ich da jetzt noch einmal reingehe, obwohl... Moment mal, ich gehe da noch mal rein. Da ist ja auch so ein Regal. Ne, diesmal, da will er nichts lesen, okay. Da war es nicht. Ja, sorry, dass wir jetzt das doppelt moppeln müssen, aber der Vollständigkeit halber, ne, brauchen wir das. Ich glaube, hier war es. Oder? Stille Ebene. Ja, das ist es. Das spule ich jetzt auch schnell vor. Ja. Bonusgebiet still auf der Weltkarte eingetragen. Yeah! Gut, jetzt können wir eigentlich gehen. Es gab zwar noch diesen einen Priester, wo es auch dieses Buch gab, aber das Buch war nicht wichtig, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Geschichte mit dem Gastwirt. Ich weiß ja nicht, ob man da auch was machen kann. In den Kommentaren wurde das schon vermutet, aber jetzt besuchen wir erstmal Rika. Also bleibt noch Zeit? Ihr solltet sofort aufbrechen, denn keiner weiß, was euch auf dem Weg nach Merdia erwartet. Der Dunkelberg steckt voller Gefahren, wie ihr sicherlich wisst. Aber sicher ist, wenn ihr in spätestens 3 Tagen hier seid, natürlich mit meinem Bruder, dann gibt es für Riga eine Chance. Ansonsten weiß ich nicht, ob ihr noch etwas für sie tun können. Ihr seht sicherlich, dass es nicht gut um sie steht. Momentan ist sie ruhig, aber anhand ihrer Wälzattacken kann man sehen, dass sie starken Schmerzen hat. Wir schaffen das. Da bin ich mir sicher. Nochmals vielen Dank für das, was ihr hier für mich und Riga tut. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute. Ihr wisst, worum es geht. Ach, ich finde die Musik hier so toll. Hat so ein bisschen was Trauriges, aber auch so ein Kampfgeistgespür. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Das ist irgendwie so eine Mischung aus beiden. Gefällt mir sehr gut. So, dieses Bonusgebiet. Ich weiß, soll in den Osten... beziehungsweise, nee, Quatsch, hier war ja der Tempel. Also ich muss definitiv hier raus. Und im Osten ist mein Hauptgebiet. Jetzt gucken wir uns aber hier nochmal um. Vielleicht ist ja hier auch das Bonusgebiet über diese stille Ebene. Hier war ja der Typ, den wir schon begrüßt haben. Mit dem Sandsturm-Magie. Das ist ja nichts Neues. So, und hier, ich sehe es schon, da ist das der Aufstieg zum Todesberg? Der hieß gar nicht Todesberg, sag ich nur, ne? Stille, nein, das ist die stille Ebene. Gut, weil das ein Bonusgebiet ist, gehen wir da zuerst hin. Ich weiß ja, Rika, nur noch 3 Tage Zeit, aber wir wissen ja alle, dass bei Rollenspielen, das muss man nicht so ernst nehmen. Das ist garantiert ein Dungeon, deswegen gehe ich da gleich mit der Gruppe rein.
Ich denke mal, dass es ein Dungeon ist, ansonsten werde ich das gleich nochmal korrigieren. Dieser Stein sieht sehr merkwürdig aus. Coole Musik. Wieso merkwürdig? Schau dir diese Schrift an. Da steht etwas, ich kann es kaum lesen. Was steht denn dort? Einen Moment bitte. Dort steht, ob wir eine Reise unternehmen wollen. Wohin geht die Reise denn? Woher zum Teufel soll ich das denn wissen? Ich sehe lediglich zwei Schalter, von denen ich nur auf einen draufdrücken kann. Dann drück doch einfach mal drauf. Kann doch nicht so schwer sein. Ich bin mir nicht sicher, meinst du wirklich? Wird schon schief gehen. Wie du willst. Es folgt ein kleines Spielchen, in dem ihr vom Start bis zum Ziel durchrennen müsst. Okay, ein Minispiel, cool. Eure Bewegungen sind aber stark eingeschränkt. Ihr steuert einen Charakter, der automatisch in Richtung Norden läuft und nicht in die Abgründe stürzen darf. Ah ja, okay. Sollte er mit dem Abgrund in Berührung kommen, dann startet er immer am Anfang. Mit den Richtungstasten links und rechts könnt ihr euren Charakter steuern. Mit der Richtungstaste oben könnt ihr ihn beschleunigen. Sollte es sehr knapp werden, benutzt die Unten-Taste permanent. Mit der Escape-Taste könnt ihr jederzeit das Spiel abbrechen. Okay, es geht los. Ja, dann werde ich mal probieren. Ja, gut, momentan muss ich ja nur in die Mitte rennen, ne? Na gut, ich könnte ihn natürlich beschleunigen. Ich werde ihn jetzt einfach mal ein bisschen beschleunigen. Ist natürlich dann auch ein bisschen riskanter. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich mal in eine Sackgasse oder sowas laufe. Da nehme ich mal die Brücke. Am besten immer mittig bleiben, dann erreiche ich am schnellsten eventuelle, wow, das war jetzt aber sehr knapp. Oh, es wird langsam fieser. Die Abgründe werden größer. Oh, das war aber jetzt sehr ärgerlich. Okay, der Anfang ist ja relativ einfach. Da werde ich jetzt ein bisschen durchrushen. Die Zeit kommt mir dann bestimmt... Oh, das war jetzt aber mal wieder höllenknapp hier. So, ich kann kaum auf die Ziellinie gucken, da links, rechts. Weil ich ja natürlich auf meinen Charakter achten muss, aber dieses Zieh heißt wohl, dass ich eine Etappe geschafft habe. Mensch, warum mache ich das aber auch so knapp? Schaut mal, ich kann eigentlich, wenn ich nach unten drücke, kann ich viel Zeit gewinnen. Oh, zum Beispiel hier brauche ich das jetzt. Ein bisschen rückwärts kommt man, dann nehme ich, das ist gut. Es geht ja nicht um Zeit, oder? Ja, es geht nicht um Zeit, aber warum hetze ich mich dann eigentlich ab? Naja, vielleicht gibt es einen Bonus, wenn man es extra schnell macht, ich weiß ja nicht. Aber mal wieder eine schöne Minispielidee, muss ich ja mal sagen. So, jetzt haben wir es noch nicht geschafft, aber bald. Oh. So, vorsichtig. Oh, das wird eng, aber es passt. Okay, die letzten 100 Meter dürften bald kommen. Das war's. Yeah. Was ist das? Magie? Levelaufstieg für alle Charaktere, das ist doch mal ein geiler Bonus, oder? Einfach mal so, bup, Level up. So, und jetzt? Die Kiste ist leer. Na, dafür leuchtet es aber noch ganz gut. Hier ist noch ein gelber Elementstein. Das heißt, ich darf das Spielchen nie wieder machen. Die Kiste ist leer. Schade, das hat eigentlich Spaß gemacht. Aber schöner Zeitvertreib für zwischendurch. Oh, schaut euch mal den Hintergrund an da. Das sieht ja mal toll aus. Cool, die stille Ebene also. Hier hätte ich auch nochmal speichern können. Das war's dann wohl. Gebiet verlassen, ja. Jetzt werde ich doch mal die Ebene alleine besuchen. Ob da noch was passiert, aber... jetzt ist das Ding da oben. Ja, wahrscheinlich hat sie es einfach da nach oben verpflanzt. Ich kann da dran nichts machen. Wenn ich jetzt da nochmal hingehe, dann... Die Kiste ist leer, ne? Schade. Also bei dem Minispiel... Ich weiß ja nicht, ob es von technischer Seite möglich ist. Würde ich mir wünschen, wenn es um Zeit ging. Also, nee, es soll nicht um Zeit gehen, aber vielleicht, dass man Rekorde aufstellen kann oder sowas. Und vielleicht mit noch mehr Belohnungen. Je besser die Zeit, desto größer die Belohnung oder sowas. Keine Ahnung, ob das möglich ist, aber das stelle ich mir toll vor. Jetzt gehe ich doch nochmal als Gruppe rein, weil ich dieses Bling-Ding, das bleibt jetzt immer da hinten. Aber man kann nichts mehr mitmachen, okay. Na gut, dann war es das wohl mit der stillen Ebene. Zugegebenerweise haben wir auch Wichtigeres zu tun. Vielleicht werden wir die stille Ebene an anderer Stelle irgendwann mal wiedersehen, denn es gab ja noch diesen rechten Schalter, also dieser eine Schalter, der nicht funktioniert hat. Wer weiß, wer weiß. So, ich habe da unten schon was blitzen gesehen. Jetzt, hier ist der Dunkelberg
beziehungsweise Merdia. Hier können wir auch auswählen, was wir denn wollen. Merdia würde ich bevorziehen, weil wir eventuell neue Rüstungen und so weiter kaufen können, bevor wir in den Dunkelberg gehen. Jetzt interessiert mich nur noch, was da unten für ein Gebiet ist. Oder kam ich... Ach ja, da kam ich ja ohne Passwort nicht hin. Genau. Okay. Zeittechnisch lohnt sich fast nimmer. Ich würde mal sagen, wir speichern, aber wir spitzeln noch ein bisschen in Merdia rein. Hierhin. Und Merdia. Ach, nicht möglich. Okay, ich muss zuerst in den Dunkelberg. Das ist storytechnisch natürlich auch sinnvoll. Informationen. Der Dunkelberg ist ein Zuhause für die Orks und die Goblins. Auch wenn beide Rassen sich nicht mögen, agieren sie kooperativ gegen die Menschen. Die Goblins sind zwar nicht sehr stark, setzen in ihren Gebieten aber allerdings gerne Fallen. Okay, Fallen. Ebenfalls gibt es hier gefährliche Froscharten. Oberhalb des Dunkelberges befindet sich Merdia. Aufgrund vieler Gefahren und des Dunkels ist Merdia abgeschnitten von der Außenwelt. Das ist ja auch mal interessant, ne? Ein Ort, wo es niemals hell wird. Aber na gut, dann werden wir den Dunkelberg betreten. Ja, wie es zu erwarten war, ist es hier wirklich dunkel. Und wir Protagonisten sehen irgendwie schwarz-weiß aus. Boah, schaut euch mal diese riesigen großen Stoßzähne an. Ich hoffe, die Monster, die dem mal gehörten, die sind ausgestorben oder so. Da oben sehe ich schon was rumrennen, was Böses. Das sehen ja aus wie Menschen. Naja, mal schauen. Reden wir erstmal mit dem Schwarz-Weiß-Mensch. Beware, Orks. Hey, was wollt ihr hier? Das ist kein Ort für Kinder. Zur Sicherheit des Volkes kommt hier niemand durch. Mann, wir wollen hier durch. Dafür haben wir doch unseren Abenteurerpass dabei. Abenteurerpass? Na gut, das ist was anderes. Können wir also nun? Überrascht mich jetzt, dass der Abenteuerpass ja akzeptiert wird. Hätte jetzt gedacht, der zählt bei uns nicht. Dürfte ich vielleicht den Pass vielleicht sehen? Erstmal. Hier. Endlich zufrieden. Okay. Wie Sie wünschen. Ich warne es ja aber. Ist sehr gefährlich. Naja. Okay, er lässt uns durch. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wie gefährlich das Ganze hier ist. Und auch hier ist wieder eine tolle Musik. Das scheint wohl ein Oger zu sein. Weil es sieht eher aus wie ein Zyklop. Ne, es sollen ja Orks sein, ne? Orks hieß es, glaube ich. Was seid ihr? Oh, ihr seid so viele. Ich mache hier mal den Sandsturm. Was ist los? Achso, ja, okay. Sandsturm! Ja, warum nicht? Komm, Sandsturm! Du sollst nicht so rauspfeffern, oder? Sandsturm! So effektiv ist es jetzt nicht, aber wenn alle vier auf einmal sterben, wäre das lustig. Oh, der Schaden, ja. Damit kann man leben. Ich ziehe das jetzt mit Sandsturm durch, ist mir egal. Ich kann ja zur Not meine MP auffrischen. Yeah! Okay, der Kampf ist vorbei. Ihr habt gewonnen. 200 Erfahrungspunkte geben die Typen und 360 Gold von den Gegnern. Das ist nicht ohne. Das nächste Mal machen wir die natürlich richtig. Sandsturm ist nicht immer eine Lösung. Okay, da rechts wird es weitergehen, eventuell. Da ist zugeschüttet. Sind das eigentlich für, sind das Zeichnungen oder ich tendiere jetzt eher zu Spinnweben? Ja, wahrscheinlich sind es riesig große Spinnweben. Und die Spinnen sind zum Glück außer Haus. So, hier darf ich nochmal speichern. Ich würde vorschlagen, den nutzen wir auch, den Speicherpunkt. Wir regenerieren, wir speichern und wir machen am Mittwoch dann weiter hier. Wenn es wieder heißt, hopp, beeil dich. Nein, Let's Play Eternal Legends 2.